Jetzt dürft ihr alle nochmal 5 drücken und dann passt das. Wie ist der Ton? Müsst mir sagen, wenn der Ton jetzt besser ist. Klingt jedenfalls besser, ist okay. So, wo war denn das Haus? Ah, da war das Haus. Wiedersehen mit Mama. Irgendwie spannend. Es gibt wirklich vieles, was ich sie fragen möchte. Eine Time by Maniacs. Nein, hier lang. Mikra. Ja, Skipper. Mein kleines Baby. Gute Arbeit. Sie sind sicherlich böse auf mich. Ich kann es verstehen. Ich habe Ihnen Großes erzählt, aber wenn es darauf ankam, bin ich ja weggelaufen. Wenn Sie verlieren, verliere ich Sie. Wenn Sie gewinnen, verliere ich meine Frau. Ich hätte beides nicht verkraftet. Sagen Sie, was Sie wollen, aber bitte vergeben Sie Idea. Ich glaube, es ist niemand wirklich böse auf Mama, oder? Also nicht so wie man sich das vorstellen möchte. Meine Kinder, ich habe euch töten wollen. Es tut mir schrecklich leid. Das gilt auch für uns. Wir mussten gegen dich kämpfen. Es gab keinen anderen Ausweg. Mama! Ihr habt als Sieg richtig gehandelt. Ich bin stolz auf euch. Es ist aber noch nicht vorbei. Jeden Augenblick könnte ich wieder... Findest du wieder was? Hören Sie ihr gut zu. Man weiß nie, wann sie wieder besessen wird. Okay. Ich hatte meine Gedanken nicht mehr unter Kontrolle. Die Hexe Artemisia war in mir eingedrungen. Artemisia kommt aus der Zukunft. Sie ist eine Hexe aus einer viel späteren Zeitepoche. Sie ist hier, um sich Elione zu holen. Sie will sich Eliones Fähigkeit aneignen. Ich kannte Elione gut. Die Hexe Artemisia ist gefährlich und unberechenbar. Ihre Gedanken sind voller Hass. Ich konnte nicht zulassen, dass sie sich Elione einfach holt. Das Einzige, was ich tun konnte, war, mich Artemisia zu opfern, sodass ich nicht mehr existierte. Anders hätte ich Elione nicht beschützen können. Das Ergebnis habt ihr selbst gesehen. Die Hexe, die in Galbadia auftauchte, war Artemisia in meiner Gestalt. Artemisia hat ihr Ziel noch nicht erreicht. Sie wird bestimmt wieder meinen Körper benutzen. Diesmal werde ich mich widersetzen. Wenn das aber nicht gelingen sollte, werde ich wahrscheinlich wieder gegen euch kämpfen müssen. Seid also bereit, meine Seeds. Habt ihr bisher etwas von der Hexe Adele gehört? Die Herrscherin Eshtas während des Hexenkrieges gilt als vermisst. Die Galbadianer dachten, dass ich die Macht der Hexe Adele geerbt hatte. Aber so war es nicht. Ich habe die Macht von einer anderen Hexe übernommen, als ich 5 war. Das bedeutet? Ich vermute, Adele lebt noch, deswegen hat Artemisia mich freigelassen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie nun Adels Körper übernehmen möchte. Adele hat ihre Macht für ihre persönlichen Zwecke missbraucht. Wenn noch die Macht der Hexe Artemisia hinzukommt, nicht auszumalen, was geschieht. Okay, gut, das ist mir jetzt hier durch. Okay, ja, hören Sie gut zu, ne? Skipper, wollen wir ihr nicht zuhören?
Das reicht doch, oder? Wir müssen mit Mama reden, das weiß ich auch. Aber Devi... Mama, was weißt du über Devi? Devi ist das Mädchen mit dem hellblauen Kleid. Ich kann mich schwach entsinnen. Was ist mit ihr geschehen? Auch sie hat gegen dich gekämpft, aber seitdem ist sie regungslos. Ist sie gestorben? Nein! Es tut mir leid, Skipper. Ich kann dir leider nicht helfen. Verstehe. Skipper, ich kann Sie verstehen, aber Sie sind der Anführer. Sie müssen den anderen Schülern berichten, was passiert ist. Das ist Ihre Pflicht. Sie sollten von hier so viele Infos wie möglich mitnehmen. Es war nicht nur Devi, alle haben mitgekämpft. Ich weiß, aber... Aber ist kein Wort, was ein Anführer benutzen sollte. Schließe deine Augen. Artemisias Ziel ist Ilione. Zum ersten Mal sah ich sie an dem Abend, als ich zum Seed wurde. Wir trafen uns im Timber wieder. Iliones Fähigkeit, die Gedanken eines Menschen zurück in die Vergangenheit zu schicken. Artemisia will sich ihre Fähigkeit aneignen? Zunächst haben wir uns nur gestritten, aber mit der Zeit wurde es anders. Ich habe nie erlebt, dass es anders wurde. Stimmt, sie will ihre Gedanken in eine noch frühere Zeit schicken. Aber was hat sie vor? Unsere Blicke haben sich getroffen. Als ich dich ansah, hast du gelächelt. Eine Zeitkomprimierung. Zeitkomprimierung? Ich war irgendwie froh. Eine Art Zeitzauber. Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart werden zusammengepresst. Was passiert dann mit uns? Was hat sie denn vor? Was hat sie denn davon? Habe ich denn gar keine Chance mehr? Eine zeitkomprimierte Welt kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Hey, Skipper! Und du hörst uns überhaupt nicht zu! Wir müssen verhindern, dass Artemisia an Ilione herankommt, oder? Richtig, aber... Wir gehen zum Garten zurück. Wir werden es den anderen erklären. Wir alle machen uns Sorgen um Devi. Dann könnt ihr doch wenigstens... Nein, ist schon gut. Schwarzer Bildschirm? Ah. Das ist die jetzige Situation. Unser Ziel ist es, Ilione zu finden, bevor es die Hexe tut. Wir glauben, dass sich Ilione auf dem Schiff der Weißen Seeds aufhält. Wir werden dieses Schiff suchen. Wo wird es wohl jetzt wohl sein? Wir müssen erst einmal Infos sammeln, aber bleibt noch in Bereitschaft. Übrigens befindet sich Edea jetzt in ihrem Haus. Edea ist nicht mehr unser Feind. Wir lassen sie am besten in Ruhe. Das sage ich zwar nur ungern, Skipper und Christus, aber ich glaube nicht, dass viele ihr so einfach vergeben können. Devi ist doch auf der Krankenstation. Ich werde später nach ihr sehen. Legen wir ab? Jo, genau. Verstanden. Ach, warum schmeißt du mir immer wieder die Leute aus dem Team? Das ist doch Wahnsinn. Du hast einen kompletten Broiler verspeist? Boy! Ah ja, hier war der Vorwärtsgang. Also ich will nur eins sagen, ich bin hier im Schiffefahren echt schlecht. Der Garten ist hier auch nicht mehr. Haben sie den roten Garten jetzt weggefahren oder was? Ich glaube, das da ist ein kleiner Chocobo-Wald.
Ja, du hattest einen guten Clip gemacht, nachdem ich gesagt habe, kann das mal bitte jemand klippen? So von wegen aus der Stadt raus automatisch, dann einen Vorwärtsgang gesucht, Rückwärtsgang eingelegt, Auto wieder in die Stadt und Miete abgelaufen. Na toll. Ich werde das nie vergessen. Das war ein sehr schöner Clip. No! Joa. Lasst mich niemals Auto fahren, ey. So, ich hoffe, mein kleiner Talk heute hat euch nicht abgeschreckt. Ich smoothte raus. Und Twitter hat dafür einfach mit seiner Zeichenzahl nicht gereicht. Außerdem, wenn ich das auf YouTube hochlade, um es jetzt mal mit Tim Hells Worten zu sagen, kriege ich die Klicks dafür. Ha! Eh nicht. Bin zu klein. Ja, du kannst hier Autos mieten. In irgendeiner Stadt konntest du hier Autos mieten. Und ich bin raus und bin wieder rein, weil ich nicht wusste, wo der Vorwärtsgang ist. Also ich konnte nicht mehr Vorwärtsgang von Rückwärtsgang unterscheiden. Oh, guck mal, da oben stand ein Kaktor. Ich hab dich genau gesehen, du Schelm. Ich seh dich! Ich seh dich! Ich suche übrigens gerade das Schiff der Seeds. Ich weiß nur, dass es in irgendeiner Küste vorliegt. Mehr weiß ich nicht mehr. Und das Ding hier ist leider nicht schneller. Und lässt sich steuern wie so ein kleiner Backstein. Ja, sie haben alles remastert, nur die Hintergründe nicht. Ist schlimm. Aber ich habe es dann trotzdem geholt, weil ich unbedingt dieses Spiel nochmal haben wollte. Mit hübscheren Figuren, die nicht aussehen wie halb verschwommen und geschimmelt. Und hallo Tarumes, Herr Mott. Ich habe mich jetzt ausgekotzt, jetzt geht's mir besser. Und zwei habe ich für die PlayStation, für die normale PlayStation, also für 3, 4 oder so, die habe ich für die normale PlayStation tatsächlich. Aber irgendwo lagen die doch vor Anker. Irgendwo lagen die doch vor Ankerkraut. Bin schon mal nicht. Habt ihr schon den PlayStation-Kalender gesehen? Also ich habe mir jetzt so die PlayStation Adventskalender-App runtergeladen, in der Hoffnung, ich gewinne mal was. Aktuell, also es ist wieder so ein Adventskalender wie letztes Jahr. Du kriegst halt Credits für Trophäen und so ein Spittel. Und kannst diese Credits dann als Tickets umwandeln für das Türchen. Und je mehr Tickets du hast, desto höher natürlich die Chance. Ich habe mir schon mal ein paar Türchen anzeigen lassen und habe festgestellt, in den Türchen, die ich mir anzeigen lassen habe, ist noch keine PlayStation 5 drin. Das heißt, ich kann weiter Tickets sparen. An irgendeiner blöden Küste lagen die doch. Ich weiß jetzt aber nicht mehr an welcher. Müsste ich ein Lösungsheft mal fragen, ne?
Oder muss ich erst ein Event auslösen? Ja! Das ist so lustig. Ich finde das immer so lustig, wenn PlayStation auf Twitter irgendwas über die PlayStation 5 twittert und du dann erstmal ein paar ehrliche Antworten hast, weil das die Leute sind, die eine PlayStation 5 haben. Du dann aber auch so ein paar ganz erzürnte Antworten hast, die sagen, ja, dazu müsste ja erstmal eine PlayStation 5 wieder lieferbar sein. Ja, das ist aber total putzig. Wobei es mir jetzt gerade nicht anders geht. Ich habe bei 1 und 1 erneut einen Vertrag. Wollte mir damit die Xbox Series X holen. Und, ja. Wisst ihr, was passiert ist? Gerade jetzt haben sie wahrscheinlich keine Auflage. Ich habe jetzt schon eine Anfrage an 1 und 1, geschickt, wann dann meine Konsole kommt. Was die Lieferengpässe angeht, ja, das ist immer noch nicht schön. Aber ob das wirklich schlimmer als letztes Jahr ist? Wobei, wenn ich bedenke, den letzten Schub an PlayStation, den ich gefunden habe, war tatsächlich ja im NetGames, mein Lieblingsladen, im September. Im September, da hatten die tatsächlich, als Ratchet und Clank rauskamen, nochmal einen Schub bekommen. Und dann aber auch nicht mehr. Die letzte PlayStation, die ich offiziell gesehen habe, war die, die sie im Laden ausgestellt haben und diese zur Far Cry Release Night verschenkt haben. Das war tatsächlich die letzte PlayStation, die ich gefunden habe. Also die ich mit eigenen Augen gesehen habe. Ach du Scheiße. Also sprich, du kannst jetzt momentan keinen ordentlichen PC mehr aufbauen, ohne dass du sagst, oh Scheiße, ich muss tiefer in die Tasche greifen, als ich dachte. Also PC, du hast es gehört. Bleib hier am Laufen. Ja, Skippy. Ja. Was ist deine Mission, Schatz? Ignoriert die Katze. Und demnächst werden Festplatten auch noch teurer. Unser Lieferant hat schon angekündigt, dass er keine mehr bekommt. Ach du Scheibenkleister. Ich würde sagen, das sind doch vielleicht ein paar Hamsterkäufe mit im Spiel gewesen. Ich suche immer noch die Seeds. Also nicht, weil dass ihr denkt, ich grüße hier einfach nur so durch die Kanten, weil es mir gerade Spaß macht. Spaß macht es nämlich gar nicht. Ich suche immer noch das weiße Seedschiff. Und ich weiß, dass das irgendwie in so einer ganz blöden Bucht gelegen hat. Skippy! Huch! Jetzt habe ich zu sehr auf die Katze geachtet. Und schon wieder zu sehr auf die Katze geachtet. Oh, ich bin zu blöd zum Fahren. Also lasst bitte niemals mich ins Auto mit einer Katze. Ich achte mehr auf die Katze als aufs Auto. Vorausschauend fahren und so, ne? Hätten sie sich nicht in der Bucht niederlassen können? Die wäre so schön. Glaubst du doch nicht im Ernst, dass unsere Bundesregierung das vor einem Lockdown macht? Ich meine, sehen wir es realistisch, wie es ist. Die werden vor Weihnachten, also so eine Woche vor Weihnachten, wird nochmal ein Lockdown ausgerufen, ne?
Damit die aktuelle Regierung noch sagen kann, sie haben alles versucht, um den Lockdown über Weihnachten zu vermeiden. Obwohl ich den am cleversten fände. Und danach werden die sich feiern lassen als die Helden. Es wird dann im Sommer wieder so laufen, dass sie sagen, ja, die Zahlen sinken. Und was ich auch lustig fände, war, ja klar, im Sommer, wer kriegt im Sommer großartig eine Erkältung? Du kannst ja mittlerweile eine Erkältung nicht mal mehr von Corona unterscheiden. Außer die alten Leute. Die haben immer Corona. Welche Zahlen hinken? Die Lockdown-Zahlen oder die Corona-Zahlen? Wenn es danach geht, hinkt alles in unserer Gesellschaft aktuell. Okay, also hier scheinen sie nicht zu sein. Na, segeln wir mal hier rüber. Also wenn ihr noch wisst, wo das blöde Schiff hängt, ne, dann dürft ihr es mir gerne an der Stelle Backseat geben. Das erlaube ich euch. Das war mir nur bei der Nasslok nicht so scheißegal. Aber die Nasslok kann man ja auch benutzen. Und ich habe die ersten legendären Pokémon auf Schwert gefangen. Ich habe jetzt einen Rayquaza heute geholt. Ich habe die legendären drei Galar-Vögel. Lavados, Zapdos und Arctos. Ja, die gibt es in Galar-Version. Erzähl das meiner Oma. Die will nächstes Jahr eine Weltreise machen. Ich habe schon zu meiner Mama gesagt, macht der Frau Angst, sag ihr, dass Leichen über Bord geworfen werden, damit es halt keine Opfer gab auf der Weltreise. Macht sich nicht so gut fürs Reiseunternehmen. Vor allem soll die Weltreise nur 1700 Euro kosten. In welcher Welt kostet eine Weltreise 1700 Euro? Also, ich finde, der Preis ist zu günstig. Meine Oma und Technik. Ungeimpfte? Ich dachte, dort gingen nur blinde Passagiere über Bord. Aber am Ende gingen wir doch nicht über Bord bei Grania. Ich muss mir unbedingt noch das Remaster zum ersten Teil holen. Grandia 2 habe ich auf meinem YouTube-Kanal ein ganzes Let's Play. Und war zu blöd, echt im letzten Teil noch den Händler zu finden. Ey, ich könnte mich heute noch ohrfeigen. Weil später das Spiel war durchgespielt, ich habe mich geärgert, weil teils unterlevelt, aber dann auch doch irgendwie noch gewuppt bekommen. Und später lese ich mir so ein Walkthrough durch, weil ich mich frage, es kann doch nicht sein, dass es am Ende kein Händler mehr da ist. Und dann ließ ich irgendwo, ach ja, übrigens, da wäre der Händler gewesen. Und ich denke mir so, oh, da sind wir wieder. Da muss ich doch erst ein Event auslösen, dass ich weiß, wo die sind. Dürft ihr mir gerne weiterhelfen. Seht ihr, ich muss meinen Arzt noch anrufen, dass ich mich im Januar vielleicht schon anstelle für den Booster. Du würdest, wenn du könntest, aber du kennst das Spiel nicht. Ich dachte, du kennst alles, was so retromäßig ist, Wolfie. Und das konntest du doch damals auch auf einer gecrackten PSP spielen. Nicht, dass ich eine gecrackte PSP hatte. Ich bin so ein Technikonk. Ich krieg das doch nicht hin, meine PSP zu cracken.
Ich glaube, ich muss hier tatsächlich ein Event auslösen. Ja, auf der Vita konntest du es ja dann kaufen. Willst du jetzt mir sagen, du kriegst von den Spielen, die ich hier spiele, Augenkrebs? Aber dann stört es dich ja auch nicht, wenn ich den Unsterblichkeitsmodus dauerhaft reinhaue, oder? Nicht, dass ich das nicht schon die ganze Zeit tun würde, um mit Tränke zu sparen. Ja, so gut. Ich sehe die weißen Seeds nicht. Ich finde sie nicht. Das heißt, es muss irgendein Event ausgelöst werden. Okay. Ich hatte das tatsächlich damals original. Es war eine wilde Zeit. 10. Klasse habe ich das erste Mal gespielt. Mir hat das ein Klassenkamerad damals tatsächlich ausgeliehen. Der hatte mir während einer... mit dem habe ich mich häufiger getroffen, um mit ihm gemeinsam eine Kollegin, also eine Klassenkameradin abzuholen. Und tatsächlich hat er mir dann von Final Fantasy erzählt. Und da hat er mir das dann halt ausgeliehen. Fand ich sehr knorke von dem Typen. Er hatte mir dann seinen Teil 8 ausgeliehen und hat gesagt, naja, es kann sein, dass du den häufiger starten musst, die CD ist ein bisschen zu krass. Ich durfte tatsächlich häufiger starten. Weil sonst wäre ich nie über manche Sequenzen hinausgekommen, hat mich mega genervt, deswegen wollte ich jetzt unbedingt dann das Remaster haben, damit ich das auch ohne Kratzer spielen konnte. Kommt, wir besuchen mal Timber, wir waren schon ewig nicht mehr hier. Vielleicht finden wir ja den ein oder anderen Charakter, dem wir hier noch ein Pornoheftchen in die Hand drücken können. Wieso komme ich denn jetzt hier nicht rein? FMCB? Ja, Artonelli Q1 und Artonelli Q2. Schöne Zeit, schöne Zeit, sehr, sehr schöne Zeit. Habt ihr es mitbekommen, Pokémon Diamant und Pearl haben ja jetzt, also Perle und Diamant, haben ja jetzt wieder ein neues Update gekommen, was schon wieder über 3 GB hat. Ich darf aber erst eine haben, wenn Timebar unabhängig wird. Okay. Puh, ich habe ihr gesagt, dass sie bis zu unserer Unabhängigkeit warten soll. War das übertrieben? Naja, sie muss aber auch lernen, dass man nicht alles bekommen kann, was man haben will. Hatschi! Popomon ist für mich gestorben. Ach, Tarumas. Ich habe jetzt wirklich überlegt, dass ich einmal im Jahr ein großes Pokémon-Event mache. Heißt, wir spielen eins der Spiele. Solange es jetzt nicht auf den 3DS ist oder so. Weil ich habe keinen umgebauten 3DS, sonst würde ich. Oder 3. Also, ich habe kein DS umgebaut. Sonst würde ich echt gerne mit euch zusammen Pokémon Ranger spielen. Und ohne Scheiß, ich finde die Pokémon Ranger-Spiele so grandios, vor allem den zweiten und dritten Teil.
Oh, ich finde die so geil. Ich möchte auch beschweren. Luke, mein Luke, ah, wo ist der geblieben? Liebe Eri, brauche erstmal eine bessere GPU. Brauche ich dafür nicht wieder Geld? Moment mal, ich habe jetzt über KurenTV gelästert. Ich habe eine 100.000er Leitung, eine bessere brauche ich nicht.